Sound Phase. Sound System Design and Tuning with Passion. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Soundmanagement. Heute geht's mal wieder um das Thema Bierzelte. Es ist halt so, dass ein paar Bierzelte sind und da habe ich halt meine Spielwiese ab und zu mal. Das bedeutet, heute diskutieren wir wieder über das Thema Delayline. Und Delayline wird immer nicht mitgebucht. Und die Veranstalter, also da, wo ich dann quasi einmesse, beziehungsweise auch der Verleiher, hat gar keine Lust, Delayline zu legen, weil halt viele Kabel verlegt werden. Ich entwickle gerade zwei Varianten von Delaylines. Und eine davon, die einfachste, werden wir heute im Lauf des Abends in dem Bierzelt testen. Ich zeig's euch mal. Wie viel Delayline braucht man, wenn man Delayline braucht? Ich glaube gar nicht so viel. Und das möchte ich nämlich jetzt in der Praxis testen, weil ich habe es im Computer simuliert, beziehungsweise auch in meinem Gehirn simuliert. Eigentlich, wenn ich so 15 Meter weg bin, da bin ich wahrscheinlich noch so bei, 90 Dezibel, sage ich jetzt mal. Und die Frage ist, zum Auffrischen braucht man gar nicht so viel. Also die Anlage muss nicht hunderte von Dezibel können, sondern zum Auffrischen braucht man Eibus. So in dem Level rum. Und hier habe ich was Tolles gefunden. Das ist quasi ein akkubetriebener Lautsprecher von GB Systems. Der hat Bluetooth und alles drin. Und laut Hersteller soll es relativ lang laufen. Jetzt kommt ja dann noch der nächste Punkt. Zwischen 4 und 12 Stunden, sagen die. Natürlich, wenn ich viel Bass verwende, dann wird der wahrscheinlich nicht lange halten. Aber heute kommt der Praxistest. Das bedeutet, Bass wird komplett rausgedreht, weil ich brauche ja nur die Mitten und die Höhen zum Delayline machen. Das ist jetzt so das Thema, wo ich jetzt gerade so ein bisschen dran arbeite. Das heißt, die kommen heute mit, akkubetrieben, sind frisch aufgeladen, werden heute quasi als Delayline verwendet. Und dann kommt die große Frage, wenn akkubetrieben, braucht man noch ein Audiosignal. Hier, ich werde das jetzt dann gleich ausmessen. Mir fehlt noch ein Kabel, kommt heute via Amazon jetzt dann gleich in der nächsten Stunde. Ich werde die Delayzeit messen. Das bedeutet, die Lautsprecher werden von diesem Sender hier via Bluetooth an die Lautsprecher gesendet. Was sind für Kriterien, die ich jetzt heute testen möchte? Erstmal die Akkulaufzeit, wenn man keinen Bass einstellt, also Bass rausnimmt. In den Mittenhöhen dürfte der eigentlich relativ gut durchhalten, weil es ja nur eine kleine Leistung ist. Dann das Thema Delayzeit von diesem Sender. Und wie ist es denn, wenn plötzlich ganz viele Leute mit ihren Handys kommen? Komme ich dann mit Bluetooth noch durch? Das ist die große Frage, die ich jetzt habe heute Abend. Wenn dann das System aussetzt, dann weiß ich, dass, wenn Menschenansammlungen sind, Bluetooth eigentlich gar nicht geeignet ist. Das werden wir dann heute anschauen. Ich habe immer noch 2,4 GHz Sender und Empfänger. Wird aber auch immer gefährlicher. Der Kollege, der hatte eine Veranstaltung jetzt gerade vorgestern, hat sein WLAN-Netzwerk zum Mischersteuern und alles auf 2,4 GHz. Dann kam plötzlich NTV und hat drahtlose Kameras verwendet auf 2,4 GHz. Dann geht nichts mehr. Also 2,4 GHz ist immer ein bisschen kritisch zu betrachten. Ich teste jetzt mal hier Bluetooth heute Abend, von der Reichweite müsste reichen, weil ich bestücke die nicht von der Bühne aus, sondern von Front of House und die sind dann eh gleich in der Nähe. Sollte funktionieren, ich bin bloß gespannt, wenn viele Menschen kommen, was Bluetooth macht. Dion Hoplatter, Amazon war da. Also, wer hat schon ein Weibchen XLR auf Stereo Klinke Mini? Ich weiß nicht, wer das zu Hause hat, ich nicht und deswegen habe ich es mir jetzt organisieren müssen, also XLR, dass ich jetzt in den Sender kann, auf Klinke und jetzt werden wir mal messen. Übrigens habt ihr mein Masterwerk noch nicht gesehen, mein neues. Werden wir noch drüber reden, weil jetzt habe ich eine gute Lautsprechermatrix. Ich kann jetzt tatsächlich aktuell 98 Kanäle routen. Was ich da gemacht habe, werde ich euch erzählen. Ich kann euch nur sagen, es ist ein Router von Allen & Heath mit ein paar interessante Sachen, weil ich habe komplett auf Dante umgestellt. Das Messergebnis ist nicht gut. Moment, ich zeig's euch. 423 Millisekunden, also fast eine halbe Sekunde, entspricht ungefähr 150 Meter. Ich glaube, der Bluetooth-Gedanke können wir einstellen. Ist zu langsam. Lass mich mal überlegen, was fällt mir ein? Es stimmt also doch,
Es sind eine halbe Sekunde. Also das ist mein Main-System und das ist jetzt Frontfill. Jetzt müsst ihr mal zwischen reinhören. Das sind, so wie ich es gemessen habe, 400, 500 Millisekunden. Das ist wirklich zu viel. So, Achtung. Na, kommt was? Ja, viel zu spät. Bluetooth ist also tatsächlich keine Alternative. Jetzt muss ich meine 2,4 GHz Teile mal rausholen. Und das heute Abend. So, bin auch schon wieder fertig. Unfassbar. Ich habe es diesmal Speedy vergessen. Das bedeutet, ihr habt es gar nicht gesehen, wie ich einmesse. Aber der letzte Aufbau ist der beste. Das ist nämlich Kardioid. Unten sind 6 Doppel-18er 9600 CF. HDL 30, zweimal rechts und links. Und TT44, die finde ich ganz lustig. Das sind die Frontfills, die zwei. Aber wir kommen ja heute zu dem Thema. Ich habe mich dabei doch überzeugen können, weil er immer gesagt hat, stehe ich an dieser Stelle und ich habe hier eine Delay-Line, die ich hier habe, dann passiert immer eins, dann meint er immer, man hört als erstes den. Ja, wenn man nicht weiß, wie man es machen muss. Also ganz einfach, man muss eine Delay drauflegen, die ein bisschen sogar übertreiben, ein paar Millisekunden, und dann kommt die erste Wellenfront von vorne hin. Und der Michael hat gerade ganz dumm geguckt und hat es nicht geglaubt. Das bedeutet, der Sänger, den hat man tatsächlich von der Bühne gehört und nicht aus diesem Lautsprecher. So, hier bin ich an einer ruhigen Stelle, das heißt, das ist mein Stativ. Ich mag nicht das Dreieck-Stativ, das sind die Lautsprecher. Und wir reden jetzt mal richtig drüber. Das bedeutet, ich habe jetzt Bluetooth abgeschaltet. Ich habe ja noch vorgestellt gehabt, waren jetzt hier die Sender-Empfänger in 2,4 GHz. Wie gesagt, werden wir heute Abend rausfinden, ob das irgendwelche Probleme macht. Aber der Witz ist dabei, hier hat es auch einen USB-Anschluss und der gibt auch Strom raus, logischerweise. Das bedeutet, schalte ich die Lautsprecher ein, wird der Empfänger hier in dem Fall auch noch von der Box strommäßig versorgt. Das bedeutet hier, ich habe doch das falsche Kabel bestellt. Musste ich doch aus meiner Zauberkiste hier Adapter zusammenwürfeln. Aber das bedeutet, die zwei Delay-Lines sind hier abgetrennt. Und zwar habe ich die abgetrennt bei 250 Hertz. Der Rest kommt von den Subwoofern im Raum. Das heißt, ab 250 Hertz dürfen die dann hier arbeiten. Und ich denke mal, mit 250 Hertz wird der Akku gar nicht so schnell leer gehen. Wir werden es heute testen. Ich bin ein bisschen da und schauen mal, ob wir bis zum Ende hier durchhalten. Also wie gesagt, hier eine Delay-Line, hier eine Delay-Line, die aber schon hier am Ende des Zeltes ganz schön Wunder wirkt. Es wurde plötzlich eine ganz schöne, heftige Klarheit. Also hier nochmal die ganze Entfernung von der ganzen Halle, beziehungsweise Zelt. Das ist das gesamte Zelt hier. Und heute Abend DJ, morgen Band. Morgen auch eine bekannte Band. Da muss ich jetzt noch gucken, wie viel Bass ich reinmache. Ich werde wahrscheinlich morgen kurz beim Einschalten dabei sein und für den Live-Mixer ein bisschen Bass rausnehmen. Aber für die Dosenmusik heute Abend ist es unheimlich wichtig, dass die ein bisschen Bums haben. Hier kann man auch noch was dazu sagen. Man kann jetzt hier bei dem Kardioid, das ist immer Front, Rear, Front, Front, Rear, Rear, ist es so, dass man sagen kann, hier bei 45 Grad zum Subwoofer, hierhin ist dann hier Ende. Aber das ist in Ordnung, wenn man jetzt so guckt. Da bin ich schon relativ weit raus. Das heißt, ich habe eine schöne Basswolke jetzt hier. Das ist optimal. So, und jetzt wollte ich euch nur den Sender zeigen. Kommt wieder der typische Sisse. In dem Fall haben wir uns entschieden, weil kein Mixer da ist, ich bringe wieder meinen DBX mit, den Venue 360. Mit dem habe ich quasi meinen Soundprocessing gemacht. Und hier liegt auch der Sender von den Lautsprechern. Das heißt, ich gebe einen DBX hinten extra in die Sender rein und kann dort die DDR und das Soundmanagement machen. So, kurz zusammengerissen von Susanne. Hier mein schönes Rack, das Mini-Rack, wollte ich noch zeigen. Achtung, schalte mal auf. Hier ist das Tablet drin und zwar schon mit Ladekabel. Das wird jetzt schon geladen. Hier haben wir ein Notfallmikrofon zum Einmessen von DBX1 und mit Kabel kann man dann hier schön die Anlage einmessen. Aber ganz ehrlich, das Delay-Zeit, also die Zeit einzustellen, das habe ich jetzt wirklich in relativ kurzer Zeit geschafft.
war in 15 Minuten erledigt. Und dann kommt halt der Zauber. Und der Zauber, da reden wir gerade drüber, wie er vom Haus aus mir was zur Verfügung stellen kann, dass ich meinen Zauber machen kann. Ja, der Zauber macht schon viel aus. Ich habe ihm nämlich heute, haben wir ein bisschen Zeit gehabt, konnte ich mal zeigen, wie die Anlage vom Hersteller-Preset sich anhört. Und als nächstes hat man dann auch ein bisschen Zeit, mal die Anlage neutral, also eingemessen, neutralisiert, wirklich neutral. Was viele nicht kennen, nur die, wo Tonstudios haben, wenn sie richtig arbeiten. Und dann die Spaßkurve obendrauf, und das ist schon mal ein Unterschied zwischen dem Preset vom Hersteller. Also, kurze Zusammenfassung, Delayline heute, und nachher werde ich noch ein bisschen was zu sagen, wie die Delayline sich jetzt im Alltag bei 2,4 GHz, wenn viele Handys kommen, verhält. Test ist erstmal gut gelaufen, 2,4 GHz, ja, gibt schon, wenn mehr Leute da sind, ein bisschen Empfangsprobleme, aber funktioniert erstmal. So, im Dunkeln werde ich mich jetzt verabschieden, schön hier hinten wieder Cardio. Ihr merkt, es ist nichts überdröhnt hier hinten, das heißt, der Nachbar freut sich über relativ gute Ruhe, und die Lautsprecher sind jetzt nach 23 Uhr immer noch halb voll. Das heißt, die halten locker bis 2 Uhr durch oder sagen wir mal halb 3, abgetrennt bei 250 Hertz, und die kommen nicht mal ins Clipping. Da ist das Main Array inzwischen schon im Clipping, weil der DJ meint mal wieder, man macht Management bei Dezibel. Aber morgen gibt es noch eine Band, da werde ich noch kurz vorbeikommen und die Anlage ein bisschen einstellen für den Mixer, für die Band. Hier auch wieder eine kurze Zusammenfassung aus dem Büro. Das Ergebnis war mit 2,4 GHz am Samstag in der Veranstaltung keine Chance. Keine Chance, ich habe es abbauen müssen. Aber das leichte Aufwischen hat am Tag zuvor mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt hier meine anderen Funkstrecken. Ich probiere ein paar Funkstrecken aus, weil ich finde ja ganz leicht mal anzuheben. Die Lern hier. Die hat jetzt 598 MHz. Da werde ich beim nächsten Mal auch durchkommen mit den Funkstrecken und werde es wieder ausprobieren. Aber Funkstrecke habe ich jetzt erstmal in nächster Zeit nicht. Es kommen ganz tolle Sachen. Also ganz ehrlich, ich räume gar die Anlage zusammen. Kann ich euch mal zeigen. Hier ist da steht noch eine Limmer. Hier stehen meine drei 18 Zoller. Hier stehen meine Tops. Da ist auch in der Veranstaltung eine Delayline, das bekommt ihr als nächstes Video. Dort ist eine Boxskala zu beschallen, und da werde ich das Ganze dem Chef jetzt auch zeigen, das ist der andere Chef, zu erklären, dass zwei Riesenlautsprecher nichts bringen. Ich bringe meine Anlage mit, eine kleine, aber es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Lautsprecher, die ich im Raum verteile. Und er wird sich dann auch wundern, dass Riesenömmel am Ende der Halle nichts bringen, sondern ich sag, ich habe einen neuen Begriff erfunden. Ich sage Zonenbeschallung. Die Wochenende drauf, kann ich euch auch gleich was sagen, da filme ich auch. Das ist ein System für eine Hochzeit. Auch Zonenbeschallung mit Band und DJ. Da erkläre ich euch auch, wie ich das meine, dass man nicht alles immer so laut haben muss. Ich werde euch die nächsten Konzepte alle mal so ein bisschen zeigen. Jetzt am Wochenende gibt es erstmal eine Boxgala, und das Thema Delayline mit Funk ist erstmal dahingeschoben, aber ich habe die Lösung. Aber bei der Veranstaltung, bei den nächsten zwei, gibt es Delayline, meine neuen Delaylines, die habt ihr noch nicht gesehen, die gibt es dann quasi bei den Konzepten. Sound Phase. Sound System Design and Tuning with Passion.